Hallo, da sind wir wieder. Letztes Wochenende sind wir mal zu Hause geblieben. Und jetzt ist es passiert, dass wir unsere erste längere Tour antreten wollen. Unser Ziel letztendlich ist der Bereich am Bodensee. Hinfahren werden wir in mehreren Etappen. Da haben wir geplant, ruhig über Münster, ein kleiner Umweg nur. Von Münster nächsten Tag dann in Richtung Koblenz. Von Koblenz dann nach Kehl. Und von Kehl dann weiter Richtung Bodensee, vielleicht im Bereich Lindau. Da werden wir mal sehen, wie wir Platz kriegen. Davon ist das ja schließlich abhängig. So, jetzt gucken wir mal, wie die Autobahn ist, die A2. Ob uns ein Stau begrüßt. Eigentlich sollte keiner da sein. Wir haben schließlich Montagvormittag. Und das ist jetzt unser Urlaub. So. Und außerdem ist kein Grund für einen Stau. Gut. Okay. So. Tschüss. Wir sind dann über die A2, also nach Münster, gefahren. Staus gab es nicht. War auch nicht mit zu rechnen. In Münster angekommen, haben wir einen Stellplatz aufgesucht. Dieser ist mit 10 Stellplätzen ausgewiesen. Ist der Stellplatz am Ostbad. Wie man hier sehen kann, diese drei Fahrzeuge, die man jetzt hier sieht, die stehen im Bereich der ausgewiesenen Stellplätze. Die weiter links stehen, sind eigentlich schon wieder auf den Pkw-Stellplätzen. Man hat also hier nur die Parkplatzschilder ausgetauscht, aber nichts dafür getan, dass also auch Wohnmobile da stehen können. Das passen lediglich in die offiziellen Flächen 3 Stück. Wir sind deswegen gleich weitergefahren nach Koblenz, haben Münster also nicht besucht und haben in Koblenz dann einen Campingplatz aufgesucht. Direkt Einmündungsbereich Mosel liegt der. Hier ist die Einfahrt. Wir haben noch gerade so den letzten Stellplatz kriegen können, der eigentlich vorgesehen war für Kastenwagen in der Größe. Hier sieht man einen Blick am nächsten Morgen. Der geht auf die Mosel. Im Hintergrund haben wir das Denkmal Deutsche Eck mit dem Einmündungsbereich der Mosel in den Rhein. Dieser Campingplatz ist wirklich toll gelegen. Die Ausstattung ist auch okay. Da gibt es nichts zu meckern. Die Zufahrten sieht man, ist Schwarzdecke. Die Stellplätze selber sind befestigte Rasenflächen für verschiedene Größen. Auch größere Fahrzeuge haben hier Platz. Ich habe jetzt hier ein paar Aufnahmen gefertigt vom Platz. Die Nummerierung konnte man gerade sehen, befinden sich auf der Schwarzdecke, so dass jeder seinen Platz eigentlich auch gut finden kann. Unterschiedliche Größen sind auch vorhanden. Von hier sehen Sie einen wunderschönen Blick auf die Festung oberhalb des Rheins. Von rechts kommt jetzt eins der Boote, das aus der Mosel in den Rhein einfährt. Und hier kommen wir schon zu einer der zwei Sanitärgebäuden. Diese bestehen eigentlich aus Containerbauweise, die mit Holz verkleidet ist. Hier ist die Möglichkeit, Geschirr abzuwaschen. Und wer keinen Herd selber betreiben möchte in seinem Wohnwagen, der kann das ja also hier machen, muss dann gemünzt werden. Wir kommen jetzt zu dem Bereich mit den Toiletten. Hier sieht man Handwaschbecken, die dort im Bereich vorhanden sind, Urinale bei den Herren und 3 Toiletten. Man kann sehen, dass es sehr sauber ist. Es gibt wirklich nichts an der Sauberkeit auszusetzen auf dem Campingplatz. Gegenüber im Containerbereich sind die Duschen untergebracht.
Hier Blick dann auf die Herrendusche. Weiter gibt es dort auch eine Waschmaschine, sodass man waschen kann. Ist natürlich zum Münzen. Hier sind wir jetzt im Bereich der Duschen. Wieder Waschbecken. Und weiter dann Duschräume. Hier kommen wir schon zur Entsorgungsstation, die sich in Richtung Ein- und Ausfahrt des Campingplatzes befindet. Das ist sehr gut angelegt. Man kann einfach reinfahren. Es ist eine Durchfahrt entlang an einem Sanitärgebäude. An der Rückseite haben wir dann auch den Auslass für die Chemietoiletten. Wie man sehen kann, auch diese sind sehr sauber gehalten. Wie man sehen kann, befinden wir uns jetzt am Denkmal, dem Deutschen Eck. Dort kann man sehr einfach hingelangen, denn am Campingplatz selber, unmittelbar daneben, ist eine kleine Fährstation mit einem kleinen Fährboot. Dieses fährt nach Bedarf über die Mosel vom Platz in Richtung Denkmal, sodass das auf einem kurzen Weg für jeden von dort aus erreichbar ist. Hier ist der Blick vom Denkmal auf den Campingplatz. Man kann sehr schön erkennen die Lage direkt an der Mosel. Rechts hatten wir den Einmündungsbereich zum Rhein. Links sieht man einen kleinen braunen Punkt. Das war die Fährstation. Ja, bevor wir dann abgefahren sind, waren wir zur Entsorgung. Sie sehen auch, Gasflaschen kann man hier tauschen. Es hat uns also auf dem Platz sehr gut gefallen und ich denke, irgendwann werden wir diesen auch wieder besuchen und vielleicht auch eine Nacht länger bleiben. Rechts ist noch so ein kleines Restaurant, so dass man gleich vor Ort auch abends speisen kann. Wir fahren nun weiter in Richtung Kehl. Das hatten wir uns vorgenommen, um von dort aus dann auch Straßburg zu besuchen, denn Kehl und Straßburg sind lediglich getrennt durch den Rhein. Ja, bei Kehl haben wir dann die Autobahn verlassen und sind jetzt auf der Anfahrt zu einem Stellplatz am Wasserturm. Dieser ist ausgewiesen mit ungefähr 40 Plätzen, ist auch leicht zu finden. Es handelt sich dabei um eine geschotterte Fläche mit einer großzügigen Einfahrt, so dass man also keine Probleme hat, die einzelnen Stellplätze zu erreichen. Markiert sind die Größen der Stellplätze, das sieht man unten an den Fahrbahnrennen, am Fahrbahnrand, den weißen und grünen Linien. Und jetzt kommen wir in den hinteren Bereich. Auf der linken Seite, die Stellplätze sind für längere Fahrzeuge gedacht. Da sind die Markierungen in Rot und in Weiß. Wir fahren jetzt auf eine Stromsäule zu, die gibt es dort. Und was Sie da sehen, diese Röhren, das sind Mülleimer. Leider erfolgt dort keine Trennung. Den Stellplatz bezahlen Sie am Automaten und auch am Automaten ist es möglich zu entsorgen. Wir sind dann von Kehl aus mit der Straßenbahn nach Straßburg gefahren. Der Betreiber ist französisch und die ganze Sache ist mit einem Nahverkehrsticket möglich. In Straßburg haben wir uns natürlich die Stadt ein bisschen angesehen, auch Zeit im Café zugebracht, die Säule baumeln lassen, was wir feststellen konnten und was die Frage aufwirft, wie kommen die Franzosen damit klar, dass dort keine englischen Wörter in den Schaufenstern stehen. Das war jetzt Teil 1 unseres Berichts. Es gibt einen zweiten Teil, den wir auf unserem Kanal einstellen werden. Bis dahin, tschüss.